Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ich wollte euch nur mitteilen, dass es jetzt endgültig feststeht, die E3 ist ja in 2 Tagen. Am Dienstag bzw. morgen geht sie schon los. Und ja, dort wird es dann eine Ankündigung zu Super Smash Bros. Geben. Das wurde endgültig bestätigt. Super Mario 64 ist, Quatsch, Super Mario für die Nintendo Wii U ist weiterhin sehr wahrscheinlich. Genauso wie das neue Mario Kart. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal die Termine im Allgemeinen geben. Also, morgen um 18.30 Uhr ist die Microsoft-Pressekonferenz für diejenigen, die sich für die Xbox One interessieren, also Preise, neue Spiele etc. Ab 22 Uhr ist dann die Konferenz von Electronic Arts. Da wird dann EA ihre neuen Spiele präsentieren. Da dürfen sie sich vor allem auf die wahrscheinlich... SMS, sorry. Auf die wahrscheinlich bekannteren konzentrieren, nicht gerade FIFA und so. Dann kommt um 0 Uhr die Ubisoft-Konferenz, also sehr, sehr spät, wer sich für die Ubisoft-Spiele interessiert. Das dürfte interessant werden, man dürfte Neueres zu den neueren Assassin's Creed-Teilen sehen und auch sonstige Sachen, die Ubisoft in Planung hat. Die Sony-Pressekonferenz ist ab 3 Uhr nachts, das dürfte viele Sony-Fans enttäuschen, weil es doch zu einer relativ unmöglichen Zeit ist, aber es findet halt in den USA statt, das merkt man. Und ja, da gibt es natürlich Infos zur PlayStation 4, genauso wie neue Spiele, wahrscheinlich auch von den First- und Second-Party-Titeln von Sony. Und die Nintendo ist dann ab 16 Uhr dran. Das sind so am Dienstag dann, also dem 11. Juni. Das sind dann so die Termine, die genannt werden können. Ja, wie gesagt, zu dem Super Smash Bros., man weiß nicht viel, außer dass es von Sora entwickelt wird und von AJL Laboratory. Und dass man die Nintendo Wii U mit dem Nintendo 3DS verbinden kann. Aber gut. So viel hierzu. Ich könnte sagen, worauf ihr euch am meisten in der. Also, auf welche Pressekonferenz ihr euch am meisten freut, von welcher ihr euch am meisten versprecht. Capcom wird natürlich auch Pressekonferenzen haben, etc. Das waren jetzt so die größten Publishers, sage ich mal. Hardware-Entwickler. Also wie gesagt, was erwartet ihr von den einzelnen Publishern, wie zum Beispiel eben Nintendo oder Sony oder Platinum Games, Ubisoft, Capcom, Sega, das sind zwar die größten, die mir da einfallen. Was erwartet ihr euch davon? Was für Spiele hofft ihr, werden angekündigt werden? Von welchen Spielen möchtet ihr mehr Inhalte sehen? Einfach allgemein ein Video, worauf ihr euch bei der E3 am meisten freut.